Hallo und herzlich willkommen bei Nurelda.de. Wir schauen uns nun eine weitere Aufgabe an, wie es im baden-württembergischen Abitur vorkommen könnte zum Thema analytische Geometrie bzw. Vektorrechnung. Wir haben zwei Ebenen, E und F, und wir wollen nun als erstes überprüfen, ob diese beiden Ebenen parallel zueinander stehen. Und für den Fall, dass es so ist, wollen wir schauen, wie weit der Abstand zwischen diesen beiden Ebenen ist. Also erstmal überprüfen, ob sie parallel sind. Wir haben ja hier in dieser normalen Form den normalen Vektor stehen. Und wir können ja schauen, parallel heißt, dass die beiden normalen Vektoren parallel sind. Hier oben haben wir eine Parameterform, das heißt, wir müssen erst noch den normalen Vektor ausrechnen. Ja, wir haben zwei Richtungsvektoren und zwei Spannvektoren, aus denen können wir mit Hilfe des Kreuzproduktes, da könnt ihr, wenn ihr das noch nicht kennt, ein anderes Video von uns anschauen zum Thema Kreuzprodukt, können wir das ganz einfach berechnen, diesen normalen Vektor. Wir nehmen einfach diese beiden Spannvektoren oder Richtungsvektoren 1, 0, 2, Kreuz, minus 1, 1, 0. Dann schreibt man einfach die gleichen nochmal drunter, 1, 0, 2, minus 1, 1, 0, oberste und unterste streichen wir weg und dann machen wir hier über Kreuz 0 mal 0, minus 2 mal 1, das ist minus 2. Nächstes Kreuz hier, 2 mal minus 1 wäre minus 2, minus 0, also auch minus 2. Letztes Kreuz, 1 mal 1 ist 1, minus 0, bleibt 1. Das heißt, hier haben wir unseren normalen Vektor n, minus 2, minus 2 und 1. Nun, wir sehen, minus 2, minus 2, 1 ist gerade minus 1 mal dieser normalen Vektor hier. Das heißt, die sind parallel. Also es ist gerade minus 1 mal 2, 2, minus 1. Und daraus folgt sofort, e liegt parallel zu f. Und jetzt wollen wir den Abstand dieser beiden Ebenen rausbekommen. Nun, dafür nehmen wir am einfachsten einfach einen Punkt der Ebene E und schauen, was für einen Abstand er zu der anderen Ebene F hat, weil ja schließlich alle Punkte auf E den gleichen Abstand zu F haben. Hier haben wir schon Glück, wir haben die sogenannte Normalform. Das heißt, die können wir umrechnen in die sogenannte hessische Normalform, indem wir hier den normalen Vektor normieren, das heißt ihn auf die Länge 1 bringen. Da können wir uns die ganze Formel sparen, die man eigentlich da erledigen müsste. Kann es natürlich auch mit der Formel machen. Aber dann müssen wir nur noch hier den betreffenden Punkt einsetzen. Also in dem Fall R minus P wäre jetzt der Oberschnittsvektor minus dieser hier, mal der normierte Normalvektor. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Und deren Betrag ist dann der Abstand. Das heißt, wir normieren erstmal hier unsere Ebene. Das muss ich also tun, um den Normalvektor, der in dem Fall 2, 2 minus 1, dass wir den auf Länge 1 kriegen. Also berechnen wir erstmal die Länge. Die Länge von n. Betrag eines Vektors, einfach die einzelnen Komponenten ins Quadrat und davon die Wurzel. Also 2 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat plus minus 1 ins Quadrat. Nun 4 plus 4 plus 1, 9. Wurzel aus 9 ist 3. Das heißt, dieser Vektor hat die Länge 3. Das heißt, wir müssen einfach den kompletten Vektor auf ein Drittel der Länge stutzen. Das haben wir dann den normierten normalen Vektor mit der Länge 1. Das heißt, f können wir auch schreiben als x minus 2, 1, minus 2 mal, und jetzt normieren wir dem einfach diese kompletten Komponenten durch 3 teilen, mal, also steht dann statt 2, 2 Drittel, 2 Drittel minus 1 Drittel. Und dann wissen wir auf jeden Fall, dieser Vektor hat die Länge 1. Und jetzt brauchen wir zur Abstandsberechnung nur noch einen beliebigen Punkt aus der Ebene E hier unten bei x einzusetzen. Das heißt, der Abstand d von E und F ist dann der Betrag. Den Betrag darf man nicht vergessen. Und jetzt setzen wir hier für x oben den Schnittvektor ein, 1, 1, 0, weil von dem wissen wir, er liegt in der Ebene E, minus 2, 1, minus 2, mal der neue normierte Normalvektor der hessischen Normalform, 2 Drittel, 2 Drittel, minus 1 Drittel. Und davon ist der Betrag, das ist unser Abstand. Rechnen wir es also aus. Diese beiden Vektoren, 1 minus 2 ist minus 1, 1 minus 1 ist 0, 0 minus minus 2 ist plus 2. Also haben wir dieses hier drin ausgerechnet, jetzt multiplizieren wir den mit dem normalen Vektor, 2 Drittel, 2 Drittel, minus 1 Drittel, davon der Betrag. Ja, als Skalarprodukt ist nicht mehr schwer. Minus 1 mal 2 Drittel ist minus 2 Drittel. 0 mal 2 Drittel ist 0. Plus 2 mal 1 Drittel,
Mein minus ein Drittel ist auch wiederum minus zwei Drittel. Sehen wir minus zwei Drittel, das sind minus vier Drittel und davon der Betrag sind dementsprechend vier Drittel. Das heißt, der Abstand dieser beiden Ebenen liegt bei genau vier Drittel Länge nach hinten. Dankeschön.